aber es ist nicht, also man muss ja wirklich sagen, ne, also den Programmiercode von damals haben sie ja doch schon erheblich mehr in Gold verwandelt. Erheblich. Das sage ich ganz ohne zu lügen. Ne, wobei, ich mag ja die alten Ninja Gaiden Teile inzwischen. Auch wenn sie so scheiße sind, ne, und ich einfach nur am Fluchen bin. Es tut mir auch jedes Mal immer leid gegenüber den Entwicklern und ähnliches. Aber ganz ehrlich, ne, es gibt Momente in den Spielen, wo du einfach nur denkst, Leute, warum? Warum? Weil hier, weißt du, das ist... Es ist teilweise halt wirklich, dass du halt unfairen Situationen oder kleinen Momenten gegenüberstehst, wo du einfach nur denkst so, ja, leckt mich, Leute, ne? Teilweise halt auch so steuerungsbedingte Dinge. Wobei die Steuerung hier eigentlich sehr privat ist, muss man ja wirklich sagen. Aber halt so, Momente, wo du einfach nur denkst so, ich will doch nur aufstehen. Ich will doch weg. Ich will ausweichen vom nächsten Angriff. Aber ich darf nicht. Ich darf einfach nicht. Nein, hier ist die falsche Richtung. Ja, und das ist natürlich hin und wieder ein bisschen ärgerlich. War jetzt auch nicht so, dass ich jetzt sagen würde, oh mein Gott. Ja, also das Spiel ist für mich unspielbar. Der Drache war halt, ne, ihr müsst halt wissen, ich bin halt im Moment halt auch etwas müde, etwas angemüdet. Nicht vom Spiel selbst, sondern halt aufgrund der personellen Lage. Ne, und dann der Drache vorhin so, oh, geh mir nicht auf den Sack. Stirb einfach, weißt du? Aber dann halt dennoch, der innere Ehrgeiz in mir kommt halt dann wieder daher und sagt, hey, ich will das schaffen, I need it. I need it now! Weißt du? So. Hier sind wir schon mal am Klosterplatz. Ich glaube, hier entlang müssen wir, ne? Kann das sein? Ist es möglich? Ich hoffe. Guck, guck. Ich weiß gar nicht, was ihr für Gestalten sein wollt. Ach, wir haben doch auch einen Totenkopfschlüssel, ne? Können wir eventuell noch durch irgendeine Tür gehen oder sowas. Bam, Skill kämpft. Müssen wir mal gucken. Je nachdem, wie wir lustig sind, wie wir die Tür finden und sowas. Weil wir haben ja eine Karte. Kloster Innenhof. Ach, guck mal, wieso sind hier denn Kisten, die ich nicht geöffnet habe? Können wir das mal einer erklären? Hm. Wo sind wir denn? Wenn wir jetzt da weitergehen, dann kommen wir da wieder hin. Nach Tyron muss ich in die ganz andere Richtung, verdammt. Ist da nicht der Weg versperrt durch den Zug? Hm. Laufen wir nochmal ein bisschen. Ihr mich auch. Ja, 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 ja. Ja, ja. Ja, 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 ja. Ja, ist gut, ich töte euch ja schon. Ihr bettelt ja förmlich drum. Dann sollt ihr auch euren Tod bekommen. Ist doch wahr. Oder nicht? Dauert ja zum Glück nur 30 Stunden, bis wir dann da irgendwie mal hinten hinkommen. Ich hätte gern wirklich so eine Option, dass du halt noch schneller halt wirklich sprinten kannst oder sowas. Halt, um solche langen Wege halt zu überbrücken. Aber nö. Oh, ey. Ein fast Triple Kill. Hey, mit deinem Kopf spiele ich Fußball. Oder Basketball. Sehr makaberen Basketball. So, dann bin ich mal gespannt, ob ich jetzt da hinten durchkomme. Wo komme ich denn, wenn ich hier lang gehe? Doch, das ist richtig. Okay. Da will ich lang. Na dann mal auf, ne? Warum bin ich hier nicht gleich lang gegangen? Ich habe keine Ahnung.
Hier muss ich die Brücke einmal runterlassen. Sonst komme ich da nicht rüber. Schön, wie weit hier jetzt überall zurückkehren. Und was zum Geier ist das da? Ich habe keine Ahnung, was du bist, aber ich will es auch nicht genau wissen. Seid ihr ehemals Soldaten gewesen, oder was? Sieht ja fast so aus. Es ist so, als wäre dämonisches Gewebe zusammengewachsen mit irgendwelchen Soldatenfratzen. Und die können auch einiges abblocken. Das ist unschön. Das ist sehr unschön. Au, verdammt. Weiter macht des Feuers! Okay, es war halbwegs effektiv. No, warte. Und Bams. Der lebt immer noch. Was hält der denn aus? Meine Güte. Ja, so nicht, Kollege. Ich meine, ihr seid sehr, sehr träge. Sehr, sehr träge sogar. Aber trotzdem. Poker wollte ich nicht mit euch spielen. Au! Penner! Muss ich mich jetzt tatsächlich immer heilen? Ich greife auch immer nur einmal ein, habe ich das Gefühl. Man soll mir recht sein. Aber trotzdem. Oh! Shiny? Talisman der Wiederauferstehung. Wo komme ich denn hier hin, wenn ich da lang gehe? Achso, ich habe keine Karte für dieses Gebiet. Boah, ist auch nett. Was ist das da hinten? Ach, das ist hier. Ach, eine der Stellen, wo ich hier... Ne? Mein Ding jetzt verwenden kann. Projektile, Flammenschuriken, zack. Was haben wir dahinter Schönes? Die Truhe haben wir schon zigmal von unten gesehen. Ja, super, Rauchbombe. Das ist alles. Dafür bin ich jetzt hier hochgekraxelt. Dafür habe ich einen Flammenschuriken verwendet. Wollt ihr mich verarschen? Glaubt ihr meint das sogar ernst? Tür entriegelt. Ja, wenn das jetzt mal kein Shortcut war, du, dann weiß ich auch nicht. So, ich habe immer noch keine Karte. Ich weiß ja nicht mal, wo ich bin. Ach, ja, hier bin ich. Warte mal. War da nicht da unten irgendwo so eine Tür? Das ist die Legion-Tür oder sowas. Wir speichern auch gleich mal wieder zwischendurch ab. Weil es besser. Wer öfter speichert... Ist mehr gesichert. Ja, so ähnlich. So, einmal kurz hier abspeichern. So. Ich meine, hier waren wir schon 12 Zimmer drin. Will nur noch mal kurz gucken, wo ist das hier? Ist hier diese Gasse? Hier waren früher mal Soldaten. Ah ja, okay. Ich weiß Bescheid. Aber ich weiß nicht, wo die Tür ist, die ich suche. Aber... Weil ich ja auch keine Karte habe. Warte mal. Hier war der Shop vom Dingens. Ich wollte aber nochmal zu Hans Bar. Wenn ich Hans Bar finde. Oh, ja, übertreib's gleich. Bitte ja hier. Ich habe
keine Ahnung mehr, wo Hansbar jetzt genau war. Aber irgendwie kriegen wir das schon noch raus. Vielleicht. Da oben ist auch eine Truhe. Wenn man da hinkommt, du. Keine Ahnung. Platz der großen Brücke. Ist das nicht die, das Tor, das wir jetzt dann aufkriegen? Wahrscheinlich mit der Dingens? Nee. Das haben wir schon aufgekriegt, okay. Hier eine Orientierung zu haben, ist für mich echt schwierig. Wo sind wir? Ah! Okay! Ich weiß, wo wir sind. Na, plötzlich fällt halt alles wie von Schuppen von den Augen. Nein, nicht wie von Schuppen, sondern alles fällt wie Schuppen von den Augen. Ich und mein guten Deutsch hier. Hey! Sowas will ich mal mit dir machen hier, aber nicht umgekehrt. Jetzt ist gut hier. Ja, schmeiß mit irgendeinem Scheiß nach mir. Du bist hackt. So, warte mal. Ne, komm durch da definitiv nicht. Hier. Da hatte ich ja vorher noch gedacht, hey Mensch, ne? Könntest ja mit Rachel. Kannst aber nicht. Jetzt wo ich da... Oh, die Kiste kann ich mit ihm hier auch nochmal öffnen. Nein, immerhin. So, dann sind wir einmal hier. Hier können wir nichts machen. Aber wir können halt noch da nach da oben hin. Leben der Götter. So, damit hätten wir da auch die Kiste geöffnet, die wir von unten gesehen haben. Ja, ja. Ihr mich auch. Wo war denn jetzt Hansbar? Ich nix wissen. Das ist ja nur der Dingensplatz. Warte mal. Ach doch, doch. Vielleicht? War das nicht hier irgendwo? Falls ich da durch die Tür durchkomme? Gibt aber auch viele Penner hier. Aber zumindest keine mehr auf dem Motorrad. Und dann haben wir hier auch Hansbar. Weil ich meine, ich habe im Video gesehen, dass ich da irgendwas übersehen habe. Wo war das jetzt? Wo war das, was ich im Video gesehen habe? Hier hoch? Könnte sein, muss aber nicht. Hm. Ich gucke. Da! Karte von Tyron. Die Karte, die ich gesucht habe. Okay. Gut. Damit sollte ich dann jetzt alle Karten vielleicht beisammen haben. Und ja, jetzt gehen wir natürlich zum Platz der Zwillingsschlangen. Setzen dort unsere tolle Steintafel ein. Und schauen mal, was uns das Ganze dann bringen wird. Außer halt, dass wir dann vielleicht in den Palast kommen werden. Erstmal möchte ich dann gleich nochmal speichern. Ich sagte gleich! Ich muss jetzt hier nochmal heilen, es ist nicht wahr. Ich will nicht heilen! Ich hab doch nicht so viel Geld! Gut, ich krieg hier jetzt eher natürlich viel Geld. Also hier könnte ich jetzt wirklich farmen, wie ich lustig bin.
was sowas angeht. Frage ist nur, will man das? Ich will sowas natürlich nicht. Weil Farmen ist manchmal echt ätzend. Und da ich in nächster Zeit immer wieder Final Fantasy spielen werde, also in nächster Zeit ist für mich, wahrscheinlich ist das Let's Play zu diesem Zeitpunkt schon wieder vorbei, Final Fantasy 13,